wir heute wieder ein Unboxing-Video für euch, und zwar für die Fairybox März. Das liebe Fairybox-Team hat mir wieder die neue Fairybox zugeschickt und das Ganze schauen wir uns wie immer gemeinsam an. Kurz und knapp, die Fairybox ist eine reine Naturkosmetikbox, die könnt ihr monatlich abonnieren. Ihr müsst da jetzt euch nicht festlegen mit 6 Monaten, einem Jahr. Ihr könnt es auch mal einmal bestellen. Es gibt aber eine Warteliste, deswegen kann ich euch nur empfehlen, euch da rechtzeitig anzumelden, wenn ihr eine ergattern wollt. Die Fairybox kostet 19,99 € im Monat, zuzüglich Versand, auch in die Schweiz und auch Österreich lieferbar. Und der Gesamtwert von den Produkten, die immer in dieser tollen Box drin sind, sind immer um die 50 Euro. Dieses Mal 57,42 €. Hier stehen die Produkte drauf auf dem Zettelchen und es gibt jeden Monat ein Monatsgoodie zusätzlich. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Ich öffne die Box. Ist Verpackungsmaterial drinnen, und zwar, hier ist das Kärtchen dafür, das sind Maischips, die sind zu 100% aus Maisstärke und Wasser, die könnt ihr einfach, wenn ihr einen Kompost habt, auf den Kompost geben, ich gebe die immer auf unseren Kompost, ansonsten gerne in die Biotonne, die lösen sich ruckzuck auf, also sehr nachhaltig, und ja, dann würde ich sagen, geht es los, ich nehme mal, hoppala, das erste Produkt raus. Oh, und zwar ist das von Benecos. Oh, das ist genau meine Farbe. Von Benecos ist das ein Powder Blush. Schaut mal, ein Puder Blush. Und ich liebe die Farbe. Ja, und jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich glaube, ich habe bei der lieben Bea vom Kanal Bea My Daily Life, ich verlinke euch den Kanal mal von der lieben Bea unten in der Infobox. Was mir gerade einfällt, ich habe von ihr, glaube ich, gesehen, dass sie sich den hier gekauft hat oder eventuell in einer ähnlichen Farbe. Auf jeden Fall habe ich ihr dann noch geschrieben, dass es genau mein Ton ist. Ich nehme nämlich so einen Farbton immer für als Lidschatten. Also ich nehme es nicht als Blush. Blush nehme ich nicht, aber als Lidschatten. Und es ist exakt meine Farbe. Und ich glaube, Bea, wenn du das jetzt siehst, schreib es mal in die Kommentare, ist das genau der, den du da mal mitgenommen hast im Bioladen oder wo du ihn gekauft hast? Was ist denn das jetzt für eine Farbe? Das, also vegan und würde 3,99 €. Achso, überwiegend sind die ganzen Produkte vegan. Wenn sie nicht vegan sind, ist alles Naturkosmetik. Und wenn sie nicht vegan sind, dann ist Bienenwachs zum Beispiel enthalten. So, der ist auf jeden Fall vegan, 3,99 €, die Originalgröße 5,5 Gramm. Benecos Kompakt Blush Sassy Salmon. Also, die Farbe ist Sassy Salmon. Ach, steht hier hinten auch drauf. Genau, Bea, schreibt es mal in die Kommentare. Ist das der oder ein anderer Farbton? Auf jeden Fall für einen frischen Look sorgt dieses fröhliche Lachsrosa und zaubert dir ein belebtes, frisches Finish auf die Wangen. Das einfach gute Laune macht. Die natürlichen Inhaltsstoffe wie Sonnenblume und Macadamia sorgen dazu für eine, wertvolle Pflege. Richtig toll. Ich krieg den gar nicht auf hier. Ich habe aber auch keine Nägel. Ich muss immer an allen Produkten riechen. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr Bescheid. Riecht nach gar nichts, kann ich sagen. Aber das ist genau meine Farbe und ich werde den. Ich swatch den mal hier kurz am Finger. Aber, oh, das fühlt sich richtig samtig an. Also es ist wie Seide, wenn man hier drüber fährt. Schaut mal, ihr erkennt es wahrscheinlich an meinen Fingern gar nicht. Hier habe ich ihn dran. Ich gebe ihn mal hier drauf. Seht ihr hier so ein bisschen? Und es, ja, das ist genau mein Ton. Also, ich werde morgen gleich ein Augen-Make-up draus machen und freue mich schon sehr drauf. Ja, Wahnsinn. Und ich habe schon überlegt, ihn zu kaufen. Also, wirklich toll, dass er jetzt in der Fairybox drinnen ist. So, dann geht es weiter. Ein Lippenbalsam. Und zwar in einem Glastiegel, auch nachhaltig in einem Glastiegel hier, mit einem Alu-Schraubschluss von der Marke Endo. Kannte ich noch nicht, Endo. Lippenbalsam Rote Beeren. So sieht es aus. Hört sich richtig lecker an. Ich rieche mal dran. Oh, das riecht richtig himmlisch. Da riecht nach Erdbeeren ein bisschen. Was ist denn da drin? Ja, Erdbeere, Himbeere. Also, wenn jetzt das drin ist, was auf dem Bild drauf ist, hier sehe ich Erdbeeren, Kirschen, Himbeeren. Oh, richtig. Also, ich bin jetzt schon begeistert von den ersten zwei Produkten. Endro Cosmetics Lippenbalsam, auch vegan und würde 8,99 € kosten. 15 Milliliter, die Originalgröße. Dieser Lippenbalsam schenkt dir bärige Momente und lässt dich vom bevorstehenden Frühling träumen. In dem hübschen Gläschen kommt die herrliche Lippenpflege aus der schönen Bretagne, aus Frankreich.
Bio-Rizinus und Bio-Sonnenblumenöl machen die Lippen weich und geschmeidig. Die Bio-Shea-Butter stärkt und schützt sie vor äußeren Einflüssen. Also richtig toll. Die fruchtige Balm pflegt, repariert und schützt deine Lippen jeden Tag. Und ich kann sagen, oh, es riecht wirklich himmlisch. Also ich bin jetzt schon begeistert von den zwei Produkten. Also ja, es kann weitergehen. Dann, was hole ich hier jetzt raus? Habe ich ein Proretinol. Ist das die Marke? Proretinol. Hyaluron. Ja, ich zeige es euch mal. Das ist hier das, die Verpackung. Ihr seht es ja. Jetzt muss ich mal gucken, was es ist, weil das irgendwie auf Französisch und so weiter wieder draufsteht. Auf die Kurze gelesen. Ja, wo ist es denn? Ach hier. Ah, okay. Das, nee, die Marke ist Divana. Seht ihr das hier? Hier steht es, Divana, wenn man es so, oder Divana, Divana, und zwar ein Retinol-Serum. Originalgröße 2 ml, vegan und würde 2,99 Euro kosten. Mit Hyaluronsäure, Bakuchiol, wenn ich es richtig ausspreche, und Anti-Aging-Botanicals versorgen diese hochkonzentrierten Ampullen. Ah, das ist eine Ampulle. Also die Haut mit genügend Feuchtigkeit für den Tag, stimulieren die Kollagenproduktion, ist super. Bieten Schutz vor Umweltverschmutzungen und UV-Strahlen. Ja, wie ihr wisst, Kollagen ab dem 25. Lebensjahr wird Kollagen, soweit ich jetzt gelesen habe, nämlich abgebaut. Und ja, deswegen ist das ja schon mal sehr gut. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Das Bioretinol hat beruhigende Antifalten. Nee, ach oh Gott, Hilfe. Bieten Schutz vor Umweltverschmutzungen und UV-Strahlen. Bakiol, umgangssprachlich Bioretinol auch genannt, hat beruhigende Antifalten, weichmachende und antimikrobielle Eigenschaften. So jetzt. Es hat ähnliche Wirkungen wie Retinol, ist aber nicht reizend oder lichtempfindlich. Der Booster-Effekt ist bereits bei der ersten Anwendung spürbar. Okay, dann bin ich gespannt, wenn ich es anwende, ob ich schon was spüre beim ersten Mal. Auch für empfindliche Haut geeignet. Also, auch das werde ich testen. Hört sich super interessant an. Dann geht es weiter mit A von Bioturm. Von Bioturm eine Intimsalbe. Cranberry. Richtig lecker. Schaut mal, eine Intimsalbe. So eine kleine, ist das eine Reisegröße? Wir gucken mal. Nee, das ist die Originalgröße. Also von Bioturm, das ist eine super gute Marke. Da habe ich schon viel testen dürfen. Und das ist die Originalgröße mit 30 ml und würde 8,95 Euro kosten. Also 30 ml, 8,95 Euro. Deine tägliche Intimpflege ist da. Die regenerierende Salbe mit Cranberry unterstützt auf natürliche Weise die Schutzfunktion der weiblichen Intimflora. Der hohe Anteil an Lacto-intensiv Wirkkomplex stellt das Säuregleichgewicht wieder her und fördert den natürlichen pH-Wert. Hochwertige Pflanzenöle pflegen nachhaltig und machen die Haut geschmeidig. Die enthaltene amerikanische Wunderbeere Cranberry nämlich ist dazu bekannt für ihre positive Wirkung auf die Gesundheit, speziell auf die Harnwege. Viele Frauen schwören auf die Wirkung vorbeugend und, ja, und bei Blasenentzündungen. Also ich rieche mal dran. Oh, also ich nehme jetzt einfach mal, auch wenn ich es jetzt auf die Hand drauf mache, wo es nicht hingehört. Ich gebe mir das jetzt trotzdem mal drauf. Oh, riecht sehr lecker. Riecht erfrischend. Cranberry. Ich weiß gar nicht, Cranberry? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt rausrieche. Ich habe Cranberry irgendwie im Kopf als Beere oder jetzt als Saft zum Beispiel vom Duft. Als Creme hatte ich Cranberry, glaube ich, noch nie. Aber es riecht lecker. Also, auch da freue ich mich schon sehr drauf. Und vor allem eine Salbe, ne? Es ist ja eine Salbe und kein Duschgel. Also Intimwaschlotion habe ich ja, verwende ich. Eine Salbe habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich wusste gar nicht, dass es eine Salbe gibt, also eine Creme quasi. Ja, interessant. Werde ich mich hier durchlesen und ja, duftet auf jeden Fall sehr lecker. Dann machen wir weiter mit Oolution, falls ich es richtig ausspreche. Oolution. Ach, das ist eine Creme anti, ja, anti was? Stretch. Okay, ich zeig's euch. Von Oolution habe ich auch schon einige Sachen ausprobieren dürfen. Und zwar
Vegan und würde 24 Euro kosten. Das ist die Originalgröße von 50 Milliliter vegan, 24 Euro. Diese feuchtigkeitsspendende, ach genau, No Stretch. Das ist eine No Stretch Body Lotion. Diese feuchtigkeitsspendende Creme mit mehr als 65 Biopflanzen. Oh ja, das ist ganz toll. 65 Pflanzen sind hier drinnen. Ist besonders reichhaltig und zieht trotzdem schnell ein. Die regenerative Körperpflege aus Frankreich hilft sogar bei Dehnungsstreifen, Zellulitis und Narben. Bin ich gespannt. Ja, dazu verwöhnt die himmlisch milde Bodylotion deine Sinne mit einem süßen Duft nach Mandeln. Als Tipp, um die Wirkung zu maximieren, die Creme täglich morgens und abends auftragen. So, jetzt rieche ich da dran mal, aber nur einen kleinen Klecks. Oh, hoppala. Habe ich jetzt hier was dran? So. Ja, riecht nach Mandeln. Also, es riecht wie eine Mandelcreme. Also, Mandeln riecht man raus. Ja, lecker, angenehm und Wahnsinn, ne? Mit 65 verschiedenen Pflanzen. Also, eine tolle Marke und auch da freue ich mich schon sehr drüber. Dann zum letzten Produkt, das ist unser Goodie. Oh ja, habe ich wieder was für meine Teesammlung. Und zwar von Teekampagne. Von Teekampagne, da habe ich auch schon Tee testen dürfen. Einen leckeren Tee, Darjeeling. Gott, spreche ich das überhaupt richtig aus? Schreibt es mal in die Kommentare, wie man das ausspricht. Darjeeling, ja. Also grüner Tee, auch auf Deutsch genannt. Ein grüner Tee, 250 Gramm. Vegan natürlich, würde 8,50 Euro kosten. Teekampagne, Gartentee, grüner Darjeeling. Teekampagne zeigt seit 1985, dass Tee fair und nachhaltig gehandelt werden kann. So haben alle mehr davon. Die Teeproduzenten, die Natur und du, der Gartentee stammt ausschließlich aus dem Teegarten in Tindaria. Als Tipp, mit nur 70 bis 80 Grad genau heißen Tee übergießen und 2 Minuten ziehen lassen. Das ist loser Tee und ich freue mich schon sehr drauf. Letztes Mal hatte ich, glaube ich, einen schwarzen Tee drin, ja. Und der schmeckt sehr lecker. Also auch grünen Tee. Ich liebe grünen Tee und schwarzen Tee, deswegen ist es perfekt. Freue ich mich schon sehr drauf und ich kann die Marke nur empfehlen. Also Teekampagne jetzt die Firma. Und ja, das war's mit der Fairy Box. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Also in dieser Box sind wirklich zu 100% Produkte für mich drinnen. Ich habe immer mal so zitrusmäßig zum Beispiel, mag ich Produkte ja nicht. Also wenn es jetzt zitronig, orange, grapefruitmäßig, also zitrusmäßig riecht. Mag ich persönlich nicht riechen, weder als Reiniger noch als Duschgel, Shampoo, was auch immer, Seife und so weiter. Aber die Sachen hier treffen perfekt auf mich zu. Ich freue mich am allermeisten über den Blush, muss ich sagen, weil ich den schon fast nachgekauft hätte in naher Zukunft. Jetzt habe ich ihn, dank der Fairy Box. Und auch hier Lippenbalsam, Tee, also alles perfekt. So, ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie ich die Produkte finde. Und deswegen lasst mal gerne ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen, wenn es euch gefallen hat. Folgt mir auch gerne auf Instagram, ist unten verlinkt, klickt gerne drauf. Und schaut unbedingt bei der Fairybox vorbei, ist ebenso unten verlinkt. Ich verlinke euch die Website, wo ihr das Ganze bestellen könnt bzw. abonnieren könnt. Und natürlich auch den Instagram-Account, um euch da näher zu informieren. Die Fairybox ist wirklich eine tolle Box. Die könnt ihr, wie gesagt, nur einmal bestellen. Es ist nur eine Warteliste eben, weil die sehr begehrt ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ja, bis zum nächsten Mal.